Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute der Helikon Tex Covert Tactical Hoodie. Hoodies und Strickjacken sind Alljahreskleidungsstücke. Im Winter als zweite Lage nach der äußeren Schicht. Im Sommer, wenn die Nächte ein bisschen kühler sind. Momentan haben wir gerade Juni. Letzte Woche waren es noch 25, 26 Grad. Diese Woche ein Temperatursturz. Wir haben nur noch um die 10, 12 Grad draußen. Gerade morgens ist das eigentlich die perfekte Jacke, wenn es nicht gerade regnet. Aber auch da Regenjacke oben drüber gezogen. Und man hat hier eine schöne Wärmeisolierung nach innen. Der Hoodie nennt sich Covert Tactical, also einmal verdeckt, taktisch. Und das ist eigentlich auch so das Credo an dieser Geschichte. Wir haben hier äußerlich keine Sachen, die an diese typischen taktischen Kleidungsstücke erinnern. Wir haben hier keine Patchfelder, wir haben hier keine aufgesetzten Taschen. Wir haben hier nicht irgendwelche Reißverschlüsse, die so offensichtlich das Ganze so taktisch wirken lassen. Das ist ein ganz ziviler, ganz dezenter Hoodie. Ich sage nicht so gerne Hoodie, weil eigentlich ist es wie eine Strickjacke, weil es sich auch so anfühlt wie eine Strickjacke durch diese Maserung. Da komme ich aber später noch drauf. Und das Interessante ist, dass wir hier eigentlich acht Taschen haben, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Außer natürlich den beiden großen Taschen. Also das hier sind die offensichtlichen Taschen, wo man die Hände reinpackt, wenn es ein bisschen kühler ist. Aber diese Taschen haben den Nachteil, wenn ich hier etwas reinmache, wie Schlüssel, Portemonnaie, und ich renne dann zum Beispiel mal, beweg mich mal oder bück mich mal, dann kann das hier rausfallen. Also immer so eine Sache, wo ich sage, da möchte ich eigentlich nichts drin haben. Zumal es mich, wenn ich meine Hände da reinstecke, auch störe, wenn ich ständig das, was ich in den Taschen habe, zwischen den Fingern habe. Schlüsselbund, Portemonnaie, Handy oder was auch immer. Und dafür haben wir hier versteckte Taschen. Fangen wir mal am Oberarm an. Ungefähr Bizepshöhe habe ich hier eine Naht, die hier lang läuft. Und in der Naht, direkt in der Naht fortgeführt, ist hier ein kleiner Zipper. Natürlich auch wieder YKK, so wie der Helikon das immer macht. Dieser Zipper gibt hier eine kleine Tasche frei. Die ist ungefähr 12 cm hoch, 8 cm tief. Und das reicht aus, um Kleinigkeiten hier reinzupacken. Ein kleineres Handy oder Bonbons, Kleinkram, was man halt einfach so reinpacken möchte. Macht man den wieder zu, fällt es eigentlich gar nicht auf. Wenn man hier nicht den ganz kleinen Zipper hier oben bemerkt, dann fällt diese Tasche überhaupt nicht auf. Das habe ich auf beiden Seiten, also rechts und links. Und das Ganze haben wir im Prinzip hier unten auch nochmal. Denn wenn ich hier reinschaue, habe ich auch einen so kleinen Zipper. Wenn ich den aufmache, komme ich hier in eine Extratasche rein. Das Interessante daran ist, dass diese Innentasche fast genauso groß ist wie diese Außentasche. Das heißt, ich habe den gesamten Platz nochmal, aber mit dem Reißverschluss zu verschließen. Für Schlüssel, Portemonnaie, Handy, was man auch immer da mal reinpacken möchte. Es ist verschlossen durch den Reißverschluss. Und was ich halt persönlich auch sehr schön finde, ich habe es nicht in den Händen, wenn ich meine Hände reinstecke. Der Hoodie ist ein Full-Zipper, das heißt, ich kann ihn komplett öffnen. Auch wieder YKK. Hier oben habe ich so eine kleine Schiffchengarage. Die hat mehrere Gründe. Einfach sieht es hier schöner aus. Der Zipper schlägt mir auch nicht ans Kinn, wenn ich mal laufe. Als Bartträger klemme ich mir hier oben auch nicht meine Härchen ein. Und auch wenn es mal kalt ist, habe ich keinen direkten Kontakt zum Metall. Also eigentlich Standard, aber immer schön zu sehen, wenn der Hersteller sich dabei etwas denkt. Hier sieht man nochmal diese Tasche. Also die ist innen komplett genauso groß wie die äußere Tasche. Das ist wirklich eine richtig coole Geschichte. Wir haben das auf beiden Seiten, also rechts und links. Und wir haben hier oben nochmal solche offenen Einschubtaschen. Dann haben wir hier eine Kapuze mit zwei Bändern, damit man das Ganze zuziehen kann. Und damit war es das. Abgeschlossen wird es an den Ärmeln und am Bund durch so einen schönen Strickbündchen, dass das Ganze ein bisschen zusammenhält. Dadurch ist auch diese Trageweise, also es rutscht halt eigentlich einfach hoch, da ist so ein Loch. Man kennt es vielleicht von diesen anderen Hoodies, die unten im Prinzip kein Bündchen haben. Die hängen dann immer so ein bisschen, ja, unaufgeräumt durch die Gegend.
Der Covert Tactical Hoodie hat knapp 695 Gramm, also relativ leicht. Das liegt daran, mit 240 Gramm pro Quadratmeter ist es schon dicht genug, dass jetzt der Wind nicht durchpfeift. Das ist natürlich kein Windstopper, aber es ist schon dicht genug. Aber es ist auch nicht so dick, dass ich, wenn ich da jetzt eine Jacke drüber ziehe, die eine Größe größer nehmen müsste, damit ich da noch reinpasse. Das ist also eine sehr schicke Geschichte. Man kann es auch schön zusammenrollen. Wie man hier sieht, ist das so ein kleines Paket, das kann man wunderbar in eine Tasche reinpacken oder in einen Rucksack packen und hat das Ding immer dabei. Den Covert Tactical gibt es in drei Farben. Melange nennt sich das Ganze. Melange, weil das halt einfach nicht nur Vollfarbe ist, sondern so ein bisschen dunkler Faden eingearbeitet ist, was so ein bisschen Strickjackencharakter gibt, fand ich eigentlich sehr schön. Die gibt es einmal in Melange Rot, in Melange Blau und in Melange Light Tan, also für jeden was dabei. Rundum eine absolute Empfehlung. Vielleicht noch was zum Material. Ich habe den Hoodie jetzt, wie gesagt, ein Dreivierteljahr und man sieht hier auch natürlich an den Stellen, wo die Arme drüber schruppen oder wo hier die Hände reingehen, dass das Material so ein bisschen aufgeht. Das ist 100% Polyester. Also kein Baumwolle. Das bedeutet auch, dass natürlich, wenn er mal feucht ist oder wenn er mal nass ist, dass er natürlich schneller abtrocknet. Und das Material, dass es so ein bisschen aufraut, das ist eigentlich ganz normal. Und man muss es auch natürlich immer im Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Ich habe schon andere Strickjacken gesehen, die dreimal so teuer waren. Die sahen nach einem Dreivierteljahr noch schlimmer aus als das. Zusammengefasst, der Helikon Tex Covert Tactical Hoodie ist eine runde Geschichte. Wie immer ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Helikon super. Man bekommt für schmales Geld einen schönen Hoodie im Strickjackendesign. 8 Taschen, die sinnvoll sind, die auch verdeckt sind. Nicht diese typische Taktikgeschichte, obwohl es auch seinen Platz hat. Sehr gut im zivilen Leben einzusetzen und trotzdem mit dem gewissen Etwas, wie gesagt, dieses Taschenlayout und auch der Tragekomfort ist einfach klasse. Den Hoodie bekommt ihr, wie alles von Helikon, bei Camostore. Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Habt ihr Anregungen dazu? Auch in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls noch nicht passiert. Dann aber auch die Glocke drücken, damit ihr über weitere Videos informiert werdet. Und dann bleibt mir noch zu sagen, passt auf euch auf, euer Stefan.